Was ist die beste Erholungsmethode für Athleten und Athletinnen? Die Antwort nach dem Intro. Viele Athleten und Athletinnen glauben, dass eine bestimmte Erholungsmethode die Antwort auf ihre Probleme ist. Dann höre ich oft die Frage, was ist die beste Erholungsmethode, welche sollte man anwenden, wann sollte man sie anwenden oder gibt es vielleicht eine geheime Alternative? Und meine Antwort ist tatsächlich oftmals, es gibt eine Alternative. Du brauchst keine Schaumstoffrolle, du brauchst keine Massagerolle und neben viel Schlaf brauchst du eigentlich nur eine Sache und das ist eine gute Trainingsplanung. Das mag jetzt eine Antwort sein, die einfach sehr unbefriedigend und langweilig ist, aber in meinen Augen ist es einfach die einzig wahre und einzig richtige. Denn ein schlechtes oder beziehungsweise ein zu intensives Training kann einfach nicht wiederhergestellt werden. Und genau das versuchen wir eben, wenn wir uns mit Massagerollen, Massagepistolen versuchen wieder fit zu machen. Das funktioniert nicht. Ein zu intensives Training verursacht etwas in unserem Körper, was Schmerz verursacht und was über unserem Leistungsniveau ist. Das Einzige, was wir damit bezwecken, ist, dass wir unserem Körper einer erhöhten Verletzungsgefahr aussetzen. Ausrollen auf einer Rolle oder das Behandeln mit einer Massagepistole kann zwar eine kurzfristige Linderung der Schmerzen bedeuten, aber langfristig werden wir so nicht vorankommen. Stattdessen solltest du einfach im angemessenen Niveau trainieren. Das bedeutet, dich nicht zu übernehmen, genau die richtigen Gewichte zu treffen, sodass du 24 Stunden später wieder erholt und mit voller Energie trainieren kannst. Du solltest es am nächsten Tag also irgendwie fühlen, aber nicht übermäßig erschöpft sein. Dann steigerst du dich schrittweise um 2-5% des Volumens jede Woche. So kannst du ein wahnsinniges Maß an Leistung und Fitness erreichen, ohne jemals extrem Muskelkater zu haben. Dann würdest du dir auch nicht die Frage stellen, was die beste Erholungsmethode ist, weil du sie einfach nicht benötigst und sich dein Körper einfach gesund anfühlt. Nicht falsch verstehen, ich mag diese Ergänzung, aber das sollten sie eben auch sein, Ergänzungen. Heißt, du solltest eine Foam Roll oder eine Massagegun niemals als dein Allheilmittel nutzen. Das Wichtigste ist eine gute Trainingsplanung. Und wenn du dann darauf etwas deine Muskulatur lockern möchtest, dann wird es dir auch nutzen. Du solltest dich also beim Training immer leicht außerhalb deiner Komfortzone bewegen. Das erhöht die Anpassungsfähigkeit deines Körpers, ohne dass du übermäßigen Muskelkater bekommst. Nach einer intensiven Anstrengung können sich Muskeln normalerweise sehr gut und schnell wieder erholen. Wenn du dich zu stark über längere Zeit überanstrengst, kann dies zu Sehnenverletzungen führen. Dabei wird dir auch regelmäßiges Ausrollen auf der Schaumstoffrolle nicht helfen. Also, ich ermutige euch dazu, euer Training langsam zu steigern. Ihr werdet merken, dass ihr dadurch viele Verletzungen vermeiden könnt. Dazu zählen unter anderem auch Achillessehnenreizungen oder das Patellaspitzensyndrom. Wenn ihr diesen Ratschlag befolgt, werdet ihr merken, dass ihr Erholungsmethoden nicht mehr benötigt, sondern sie einfach als angenehmes, nettes Tool nebenbei empfindet. Denn genau das sind sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Torge, ihr wart auf Athletenfundament. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.